Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute sprechen wir mal über die Winterfotografie oder besser gesagt über das, worauf ich achte, wenn ich im Winter losziehe und fotografieren möchte. Denn da gibt es einiges meiner Meinung nach zu beachten und das kann teilweise auch schon entscheidend sein für das, was du vorhast. Alles, was ich sage, muss nicht zwingend richtig oder falsch sein. Das ist meine Meinung, meine Sicht der Dinge, aber ich hoffe, es hilft dir ein bisschen und ich würde sagen, wir fangen sofort an. Beim Fotografieren im Winter geht es vor allen Dingen darum, dein Akkumanagement zu beachten und auf die physikalischen Eigenschaften draußen zu achten. Das heißt, Temperatur, Feuchtigkeit und Akkumanagement sind die drei großen Punkte, auf die ich Wert lege, beziehungsweise auf die du Wert legen solltest, denn sonst ist sehr schnell dein Saft alle von der Kamera und dann stehst du da und hast keine Bilder. Aber es gibt natürlich noch viel mehr zu beachten und was das ist, das erkläre ich dir jetzt. Ich fange an mit dem Akku. Es ist furchtbar wichtig, dass du genau weißt, wie deine Kamera sich bei Kälte verhält. Das wirst du noch nicht wissen, wenn deine Kamera neu ist oder du sie gerade im Winter gekauft hast. Aber ich kann dir eins schon mal vorweg sagen, je kleiner der Akku ist, desto kürzer die Lebensdauer bzw. je geringer die Kapazität ist, desto kürzer hält sie. Im Zweifel nimm dir lieber einen zweiten oder sogar dritten Akku mit, denn du kannst vielleicht dann im Fall der Fälle dann keine Fotos machen, das wäre sehr schade. Ich habe jetzt hier an meiner Sony A7 R3 jetzt den großen neuen Sony Akku drin, der hält doch schon deutlich besser als die Vorgänger-Sonys, aber auch bei meiner Canon, der EOS R zum Beispiel, da hält der Akku auch recht gut noch draußen in der Kälte, aber ja, wenn es kalt ist, da spielt es dann manchmal keine Rolle mehr, ob das eine spiegellose Kamera ist oder ein großer Akku oder ein mittelgroßer Akku, sondern es kommt darauf an, dass du deine Kamera kennst bei der Kälte bzw. einfach noch Reserven an Akkus dabei hast. Tipp Nummer 2 zum Akku wäre, steck ihn dir in die Hosentasche, lass ihn nicht in der Kamera drin, wenn du draußen unterwegs bist. Viele von euch werden es so machen, dass sie die Kamera einfach hier oben ran machen, mit dem Gurt in dem Hals tragen oder in der Hand die ganze Zeit umhertragen. Das geht auch eine gewisse Zeit. Wenn du nur eine Stunde unterwegs bist, mag das alles gehen. Wenn du aber jetzt den ganzen Tag unterwegs bist, eine größere Skitour oder eine größere Winterwanderung machst, dann wird es sehr schnell auf den Akku gehen. Und ich hatte bei meinen Sonys, auch bei den Canons, dann öfter dann Probleme, wenn ich gerade länger in der Kälte unterwegs bin und der Akku war drin, dann hier noch dementsprechend genug Reserve in der Kamera zu haben. Das heißt also, Akku raus, in die Hosentasche stecken oder in den Rucksack stecken. Besser ist es aber, den Akku oder die Akkus näher am Körper zu haben, denn durch deine Körperwärme werden die Akkus noch nicht so schnell mit Kälte konfrontiert und halten dementsprechend auch länger. Wenn du jetzt keinen zweiten Akku hast, dann solltest du dir wirklich gut überlegen, wann du die Kamera einsetzt und den grundsätzlich aus der Kamera rausmachen und nur einsetzen, wenn du die Kamera einsetzen möchtest. Der nächste Tipp zum Akku wäre, lass ihn auf keinen Fall in den Schnee fallen. Also es gibt eigentlich nichts Schlimmeres als einen Akku, der im Schnee liegt und dann vielleicht noch ein bisschen warm ist von deiner Körperwärme, dementsprechend schon den Schnee an dem Akku schmelzen lässt. Du kannst ihn natürlich dementsprechend nicht sofort in die Kamera einsetzen, du müsstest ihn trocknen. Du müsstest auch darauf achten, dass keiner der Kontakte nass ist am Akku. Also das ist ein bisschen schwierig. Lass ihn nicht fallen, steck ihn einfach ein und versuche wirklich ganz vorsichtig damit umzugehen, dass er ja nicht runterfällt, wenn du draußen unterwegs bist. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Objektive. Und zwar hast du neben Objektiv meistens eine Streulichtblende dazu und ich lasse die auch standardmäßig drauf, bis auf bei meinem 28er bei der Sony, da habe ich es meistens ab, weil ich einen Filter drauf habe oder weil es mich einfach stört und ich brauche sie nicht. Wenn du aber draußen unterwegs bist und es ist kalt, dann lohnt es sich, die Streulichtblende drauf zu lassen, weil du dementsprechend weniger Feuchtigkeitsbeschlag auf deiner Linse hast. Das fällt dir beim ersten Benutzen gar nicht so sehr auf wahrscheinlich. Aber wenn du gerade längere Zeit draußen Fotos machst, beziehungsweise wenn du nachts Milchstraßenfotos machen möchtest, dann lohnt es sich, hier auch die Streulichtblende auf das Objektiv drauf zu machen, denn dann hast du viel länger die Möglichkeit zu fotografieren, bevor sich ein leichter Feuchtigkeitsfilm auf dem Glas bildet. Also in diesem Fall hast du die Streulichtblende länger drauf und du kannst länger fotografieren. Wie verhält es sich mit dem Wechseln von Objektiven? Ja? Da muss ich auch sagen, achte genau darauf, wann du wechselst. Das heißt, bei Schneefall oder wenn es ein bisschen graupelt, da würde es natürlich nicht wechseln, genauso wenig wie bei Regen. Ich würde im Zweifel die Kamera dann irgendwie unter die Jacke halten, dementsprechend unter der Jacke das Objektiv wechseln bzw. die Kamera generell eher unter der Jacke tragen. Objektivwechsel bei Kälte sind grundsätzlich kein Problem, wenn es schnell geht und wenn du es nicht zu oft machst. Aber auch hier ist wieder das Thema, es ist eine extreme Witterung und nicht jede Kamera ist dafür ausgelegt. Im Zweifel lies nochmal von einem Hersteller das Benutzerhandbuch, da steht es meistens drin, bis wie viel Grad du das Ganze benutzen kannst. Und dementsprechend würde ich dann darauf achten, wenn du das Objektiv wechselst, weil du musst dir vorstellen, der Sensor in deiner Kamera ist dann meistens der Kälte ungeschützt ausgesetzt und das kann dann schon mal wieder ein Thema sein. Anders als bei der Fotografie im Sommer oder im Frühjahr nehme ich dann im Winter oder wenn es doch stark regnet, dann eher mal noch ein Stativ mit zum Fotografieren, einfach um die Kamera doch sicher positionieren zu können. Ich meine, wenn du jetzt ein Foto aus der Hand machst, mag das gehen,
aber wenn du Selfies machen möchtest oder wenn du eine Langzeitbelichtung machen möchtest, dann brauchst du sowieso ein Stativ und es lässt sich schwieriger auf einem verschneiten Stein oder auf einem verschneiten Fußboden die Kamera platzieren als auf einem trockenen Stein, wo du es ein bisschen noch richten kannst. Deshalb in diesem Fall nimm dir lieber noch, und wenn überhaupt, ein kleines Stativ wenigstens mit, um sicher zu gehen, dass du die Kamera auch draußen gut anbringen kannst. Bedienung der Kamera. Das ist ja nun immer wieder so ein Thema und gerade jemand wie ich, der viel draußen unterwegs ist, der achtet immer darauf, dass ich die Kamera wenigstens mit Handschuhen einigermaßen bedienen kann. Ich muss dann meistens im Vorfeld schon alles einstellen, bevor ich rausgehe, sodass ich dann draußen weniger nachjustieren muss, weil es einfach fummelig ist, wenn du kalte, halb aberfrorene Hände hast und dementsprechend einstellen musst, du fühlst es einfach nicht mehr. Es gibt aber auch gute Handschuhe, wo du dementsprechend bei den Fingerkuppen vorn die Stulpen abmachen kannst und dann mit dem nackten Finger die Kamera bedienen kannst. Ich habe das nicht, ich habe mir etwas leicht gefütterte, ja, das sind Fahrrad-Trekking-Handschuhe, also nicht die ganz dicken Winterhandschuhe, aber dick genug, damit sie vor Kälte schützen, beziehungsweise noch dünn genug, damit ich sie an der Kamera gut benutzen kann. Touch geht damit nicht, aber die Retray-Räder und die Buttons, die gehen einigermaßen damit zu bedienen. Also achte auch im Vorfeld bei der Bedienung darauf, dass du deine Kamera gut bei Kälte und trotz Handschuhe noch ein bisschen bedienen kannst. Wie du siehst, schneit es gerade bei mir und das ist auch das nächste Thema. Achte darauf, dass deine Kamera etwas wassergeschützt ist oder zumindest für draußen geeignet ist, was solche Witterungen angeht. Denn wenn deine Kamera etwas wärmer noch ist von drinnen, dann schmilzt auch schnell der Schnee oder der Graupel an dem Body und dann kann es auch sein, dass dann Wasser in das Gehäuse gelangt. Also achte darauf, ob deine Kamera abgedichtet ist mit dementsprechenden Gummierungen. Wenn nicht, würde ich sie schützen oder würde sie einfach so einsetzen, dass sie draußen weniger dem Graupel oder dem Niederschlag ausgesetzt ist. Meine Sony kann das ab. Ich war mit ihr auch schon im Regen unterwegs. Das ist dann nicht mit jeder Sony empfehlenswert, aber wenn du deine Kamera kennst, kannst du es vielleicht auch machen. Also schau mal nach, ob es deine Kamera ab kann. Wenn du von drinnen nach draußen gehst, kann es passieren, dass deine Kamera oder deine Technik sehr schnell beschlägt, weil sie noch viel zu warm ist und es draußen sehr kalt ist. Klar, ja, Physik, da war was. Genau das gleiche kann dir passieren, wenn du von draußen nach drinnen gehst. Mein Tipp wäre an dieser Stelle, lass die Kamera noch einen Moment im Rucksack, auch wenn du wieder reingehst, nicht nur wenn du rausgehst, damit sich das Ganze ein bisschen temperieren kann. Wenn deine Kamera zu nass, zu feucht ist, dann würde ich dir empfehlen, die Speicherkarte rauszumachen, den Akku rauszumachen und sie im Rucksack zu lassen. Nicht im Auto draußen, auch nicht draußen vor der Tür, aber in irgendeinem Raum in deiner Wohnung oder in einem Haus, wo es etwas kühler ist. Das kann dein Bad sein, dein Schlafzimmer sein oder dein Keller. Irgendwo, wo es nicht ganz so warm ist wie in deiner Wohnung. Dann kann die Kamera sich daran gewöhnen, an die wärmere Zimmertemperatur oder Raumtemperatur. Und dann wirst du auch sehen, so nach einer gewissen Zeit ist die nicht mehr beschlagen. Dann kannst du sie auch hochholen und dann vielleicht ein bisschen sauber machen und wegräumen. Es wäre natürlich fatal, rauszugehen mit einer voll aufgewärmten Kamera aus dem Schrank oder aus dem Rucksack irgendwo rauszugehen, gleich loszulegen mit dem Fotografieren, dann beschlägt er dein Sucher, dann beschlägt dein Glas und du kannst halt nicht fotografieren. Deshalb achte im Vorfeld darauf, dass deine Technik genug Zeit hat, sich an die neue Temperatur zu gewöhnen. Thema Filterwechsel, wenn du vielleicht Filter von dran benutzt, dann würde ich auch noch raten, sie nicht unbedingt anzuhauchen, um sie vielleicht zu reinigen, sondern nimm dir ein Tuch mit, beziehungsweise es wäre noch besser, wenn du sie im Vorfeld sauber machst und dann draußen alles clean hast und dementsprechend gleich benutzen kannst. Und es ist nicht nur wichtig, auf die Kamera und das Equipment zu achten, sondern auch auf dich selbst. Das heißt also, setz dir eine Mütze auf, zieh die richtige Winterschuhe an, eine richtige Winterhose. Es lohnt sich auch, 2-3 Hosen anzuziehen, einfach ein bisschen mehr einpacken, nimm dir einen warmen Tee mit und einen Kumpel oder eine Freundin und dann lohnt es sich auch bei kalten Temperaturen draußen Fotos zu machen, vielleicht sogar nachts. Da lohnt es sich ja manchmal sogar mit dem Sternenhimmel. Das kann ich dir nur empfehlen. Achte auf dich, schütze dich vor der Kälte, dann hast du auch länger Spaß draußen beim Fotografieren. Ich hoffe, meine Tipps haben dir etwas genützt. Ich hoffe, du hast viel Freude jetzt im Schnee draußen oder wenn es draußen etwas kühler ist, auch Fotos zu machen. Ich finde, es lohnt sich bei jeder Jahreszeit rauszugehen. In diesem Sinne hoffe ich, konntest du ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, ich konnte dir etwas Input geben. Wenn ja, schreib mir bitte mal hier in die Kommentare unter diesem Video, wie du draußen fotografierst, worauf du achtest. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das ist besser.